TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Hallo, ich bin Angelina. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit Blamieren oder Kassieren. Und natürlich mit Die Passion von und mit RTL. Und hier ist der Dreikind der Apostel, Sebastian Kupfer! Dieser Weg wird ein leichter sein. Dieser Weg wird ein leichter sein, oder? Riechen Sie das auch? Riechen Sie das auch? Der Frühling ist da. Grillfleisch. Aber es liegt auch noch was anderes in der Luft. Und zwar sowas hier, ne? Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Es ist der Frühling der Entschuldigung. Jeder entschuldigt sich die ganze Zeit. Es sprießen Entschuldigungen. Steinmeier entschuldigt sich für Nord Stream 2. Anne Spiegel entschuldigt sich für ihren 4-wöchigen Urlaub in Frankreich. Und Xavier Naidoo, yeah! Er entschuldigt sich auch für 2 Jahre rechte Hetze, Verschwörungstheorien und sonstiges Geschwurbel, was aus so einem Kiffhirn halt so alles raustropfen kann. Wahnsinn! Und jetzt ist ja wieder alles gut. Alles vergessen, weil er hat ja ein Entschuldigungsvideo gedreht. Servus, ihr Lieben. Ich melde mich heute bei euch, weil ich zu etwas Stellung beziehen möchte. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage. Mit manchen meiner Äußerungen und Verhaltensweisen habe ich Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt, was ich sehr bedauere. Hierfür entschuldige ich mich und bitte euch um Verzeihung. Peace, one love, euer Xavier. Peace, one love, euer Xavier. Stimmt, wie er auch sagt, Männchen, ne? Er hat sich bei dem Männchen entschuldigt, er hat sofort so ein kleines Playmobil-Männchen vor dem inneren Auge. Tut mir leid. Wahnsinn, ne? Er hat sich aber auch nur teilweise und bei manchen entschuldigt. Da fragt man sich jetzt, wen meint er genau? Ich akzeptiere natürlich die Entschuldigung von Xavier, aber erst, wenn er sich auch noch für die 3 Staffeln Sing Mein Song entschuldigt. Das fehlt mir. Das fehlt mir. Danke. Da muss man schon sagen. Ja. Das fehlt ein bisschen. Bei manchen teilweise entschuldigt. Ist schon interessant, dass er pünktlich zur Open-Air-Saison um Verzeihung bittet, ne? Will da einer Tickets verkaufen? Xavier, du Schlawiner. Aber komm, Schwamm drüber, Entschuldigung ist Entschuldigung. Wobei, wir sollten uns noch mal daran erinnern, wofür will er sich denn eigentlich entschuldigen? Es ist heute der 20. September, ein sogenannter Friday for Future, FFF, dreimal F. F ist am 6. Platz im Alphabet. A, B, C, D, E, F. Und 3x F, in dem Fall 666. Da weiß man auch wieder, wer dahinter steckt. Alter, was? 3F, das wusste ich nicht, das ist krass. 3F, das steht für 666. Wobei man sagen muss, es gibt super viele Wörter, in denen 3Fs sind. Ja, wobei, können wir mal ganz kurz meinen Namen einblenden?
Drei. Oh ne! Da wachst du morgens auf, denkst, alles ist in Ordnung, und jetzt merkst du, ich bin Satan. Es geht so schnell. Xavier hat aber auch noch ganz andere Enthüllungen parat. Keine Ahnung, was man dafür nehmen muss. Wie kam es dazu, dass du auf einmal von der Kugelerde zur flachen Erde gekommen bist? Und ja, vielleicht mal kurz dazu. Also, der erste bewusste Hebräer, den ich sozusagen kennengelernt habe, war ja mein DJ. Ey, das kannst du nicht schreiben, sowas. Die Idee, ja gut, dass ein DJ die Erde für eine Scheibe hält, ist klar. Seit Faithless wissen wir, God is a DJ. Ja, und das beweist, die Erde ist eine Scheibe. Und genau das glaubt Xavier. Wir leben auf einem sogenannten Scheibenglobus. So, liebe Kinder, ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Und deshalb haben wir das mal nachgebastelt. Das hier ist ein sogenannter Scheibenglobus. Du bist ein Blöd. Das heißt Scheiben, nicht Scheibenglobus. Scheibenglobus. Nee, echt nicht. Komm. So, Jan, du gehst morgen mal aufs Arbeitsamt, schätze ich, ne? Das ist froh. Das hier ist ein sogenannter Scheibenglobus. Also es ist schon widersprüchlich in sich. Und das Krasse ist ja, ne, wenn man sich vorstellt, hier fallen ja alle runter. Genießen sie jeden Tag, als sei es der letzte. Wenn sie irgendwann mal hier runtergerutscht, dann ist vorbei. Dann fällt sie weg, der Scheibenglobus. So sieht die Welt bei Xavier Naidoo aus. Und er hat es nicht einfach nur so erzählt, nee, er hat es auch noch persönlich geprüft. Jetzt muss ich mal raus aus dem Internet und muss mal meine eigenen Messungen und meine eigenen Nachforschungen betreiben. Mhm. Und bin gereist ans Meer, an die Meere auch. Und habe Abstände verglichen, Landkarten, Menschen befragt. Nach 2 Jahren war ich mir sicher und vom 2. bis zum 3. Jahr habe ich einfach nur noch weiter Beweise gesammelt, Argumente gesammelt. Ja, Xavier Naidoo, dieser unermüdliche Wahrheitssucher. Er hat die Flacherde höchstpersönlich wahrscheinlich mit einem Zollstock und einer Wasserwaage vermessen. Er hat die Menschen befragt und da würde mich mal interessieren, wen hat er gefragt? Den Wendler? Attila Hildmann? Nein, komm, wen fragst du da? So, naja, geht weiter. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie steht ihr denn zu Gott? Was ist denn bitte mit Gott, Xavier? Ich war so fasziniert von dem Thema, dass ich erstmal die Bibel gar nicht, ich kam gar nicht dazu zu überprüfen, was sagt die Bibel eigentlich. Süß ist er auch, dieser Frage. Ja, was sagt die Bibel? Kann ich Ihnen sagen, was die Bibel sagt? Halt die Fresse! Natürlich nicht. Die Bibel sagt wahrscheinlich eher sowas. Ist so. Ja, man weiß es nicht. Aber, nein, Xavier räumt so richtig auf. Wir sind so verweichlicht, wir sind so entmännlicht, dass gewisse Dinge, die früher einfach nicht mal erwähnt werden müssen, deswegen wird die flache Erde wahrscheinlich in der Bibel gar nicht großartig erwähnt, weil wie kann man auf eine andere Idee kommen? Ja. Ja, ja. Klar. Aber das ist immer noch nicht alles. Weil er hat dann auch noch einen echt krassen Beweis. Und die Menschen werden so dumm gemacht, dass sie glauben, die Erde dreht sich, bewegt sich, fliegt mit zig Millionen. Es ist überall die 666 drin versteckt übrigens. In den Sonnen, in den Abständen, in den Geschwindigkeiten. Mhm. Und auch Gravitation ist alles nur Theorie. Natürlich ist Gravitation nur Theorie. Wer kann das beweisen? Schwerkraft. Kann das irgendeiner beweisen? Keiner kann das beweisen. Kann man ja nicht sehen. Ich kann es beweisen, dass das nicht beweisbar ist. Und zwar, gib mal deinen Stift, pass auf. Alle glauben, ja sicher gibt es Gravitation, weil es irgendwann mal einer erzählt hat. Ne? Ihr glaubt alle, der Stift, der fällt auf jeden Fall nach unten.
Ja. Und da musst du halt einfach mal Sonnen zählen und Geschwindigkeit und Abstände. Ne? Aber wenn sie jetzt denken, das war's jetzt aber, nee, geht noch weiter. Ich habe keinen Bock mit irgendwelchen Leuten da. Ich brauch keine Diskussion. Ich hau das raus, was ich glaube, was ich denke, was ich weiß. Und ob das jetzt Leuten gefällt oder nicht, das ist mir völlig scheißegal. Bring mich vor Gericht und ich zerstöre dich vor Gericht. Mhm. Und deswegen, die Erde ist kein sich drehender Globus und der Globus wird vor jedem Gericht der Welt den Kürzeren ziehen. Immer. Immer, immer, immer. Der Globus wird vor Gericht immer verlieren. Er wird immer den Kürzeren ziehen. Ich finde das ein Schild, das muss an unsere Wand. Geh mal her, komm. Das ist der Globus wird vor Gericht immer den Kürzeren ziehen. Immer. Das ist noch besser als Penis in Vagina zählt.